Hier im Medical Park am Borussia Park werde ich das fortsetzen, was ich im Sommer- und Wintertrainingslager angefangen habe. Ich möchte der fitteste Stadionsprecher Deutschlands werden und dabei wird mir Carsten hoffentlich helfen. Ja, guten Morgen und willkommen hier bei uns im Medical Park Borussia Mönchengladbach. Wir werden dich mal richtig lang machen, werden mal gucken, was du drauf hast. Wir legen los. Willkommen. So, das ist Aufwärmen. Das ist Aufwärmen. Sieht aus wie ein Bonanza-Rad. Ja, das erinnert tatsächlich ein bisschen daran. Na, ähnlich wie auf dem Crosstrainer, Oberkörper und Beine gleichzeitig trainierst. Aber das hier ist relativ leicht. Ja, aber das lässt sich ja ändern. Und das nur beim Aufwärmen. So, das heißt, ich kann trainieren und wenn hier jemand trainieren würde, den Spielern beim Training zugucken, aber kann das jeder? Ja. Das kann tatsächlich jeder. Wir sind offen für alle Kassen, gesetzlich, privat, Berufsgenossenschaft, Selbstzahler, Abo, Kunden, betriebliches Gesundheitsmanagement, die ganze Bandbreite. So, willkommen auf der Streckbank. Nein, wir wollen mal schauen, wie deine Beweglichkeit ist, gerade in der vorderen Kette. Ist sehr, sehr gut. Oder auch nicht. Komm, bleiben, bleiben, bleiben. Atmen. Ach so. Da ist eine Menge Arbeit vor uns. Ah, ist das eine Übung, die die Profis auch machen? Ja, natürlich. Also für viel Power brauchst du auch eine gute Beweglichkeit. Arbeit ist Kraft mal Weg. Jetzt auch noch Physik, Kraft mal Weg. Ja, natürlich. Das ist eine ganze Menge Biomechanik und Physik, was wir hier machen. Oh. Wichtig, Finger strecken. Wir machen jetzt eine Pyramide. Das heißt, du läufst jeweils zu der nächsthöheren Nummer. Danach lauf zum Ball, Schuss aufs Tor. Okay. Nicht nachlaufen, über die Linie, komm, noch ein. Ja, ja, danke. Feierabend. Hier was an unsere Jungs. Ich werde nie wieder über euch schimpfen, wenn ihr einen Ball daneben setzt. Das möchte ich jetzt von dir sehen. Ein Sumo-Squat, bei dem du zur Seite arbeitest. So, hier rück ein bisschen gerade, ein bisschen tiefer. Rücken gerade, hier. Das ist für Beine. Ah. Beckenstabilität, Beinkraft, Adduktoren, Leistenstabilität. Jetzt Bankdrücken, 25 Kilo. Und ihr macht das mit jedem persönlich dann so einen Trainingsplan oder wie läuft das? Die Möglichkeit gibt es natürlich auch, dass wir tatsächlich ganz persönlich arbeiten, Personal Training machen, 1:1 Betreuung. Zuvor wird natürlich ein Befund erhoben. Mit jedem Kunden geschaut, gibt es irgendwelche Probleme, Nebendiagnosen, irgendwelche wichtigen Dinge, auf die wir beim Training achten müssen. Und dann wird ein ganz individueller Trainingsplan erstellt, der auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst ist. Komm, noch 3, 2. Oh. So, das war's. Noch lange nicht. 98. 99. 100. Das ist der Käfig? Das ist der Käfig. Ein konzeptionelles Koordinationstrainingsgerät. Sowohl für Leute mit Leichtgewichtsproblemen, Schwindel, als Sturzprävention, als Sturzprophylaxe-Training. Genauso wie im Fitnessbereich bestimmte Programme, wo du deine Koordination, den Ausdauerbereich trainierst, bis hin zu hochkomplexen Bewegungssystemen, sportartspezifischer Bewegungskontrolle und extrem hohe Anforderungen, was koordinative Gleichgewichtssteuerung betrifft. Trampolin. Was? Und das müsste ich jetzt 10 Minuten machen? Ah, krass. Ja, die Arme ein bisschen lockerer. Oh. Oh. Ja. Okay. Nein. Carsten, ich kann nicht mehr.
Der fitteste Stadionsprecher der Liga kaputt. So, das hier ist jetzt schon mein Lieblingsgerät. Was ist das? Also, ich habe gemerkt, ich muss noch häufiger kommen. Ja. Wann kann ich das machen? Täglich, außer sonntags, von 7 bis 21 Uhr, Montag bis Freitag, Samstag von 8 bis 14 Uhr. Und kann jeder machen, wie ich gehört habe. Ich komme. Vielen Dank, Carsten. Gerne. Ich hasse dich. Das ist gut.